Hallo, mein Name ist Jörg Burkhardt. Ich bin Ideengeber für das 5-Euro-Haus. Das, was du gerade gesehen hast, waren die fürchterlichen Bilder aus Insul und vom Haus von Ursula Jetter. Thomas Bischmann hat für dieses Haus eine Patenschaft übernommen. Eine Patenschaft unter dem Motto 5-Euro-Haus. Thomas Bischmann ist jetzt dabei, ein Netzwerk zu gründen. Ein Netzwerk von Menschen, die bereit sind, lediglich 5 Euro im Monat als Dauerauftrag zu spenden. Ich darf dir versprechen, du wirst diese 5 Euro auf deinem Konto niemals merken. Wenn es jetzt aber 100, 200, 300, vielleicht sogar 400 Menschen tun, dann merkt es die Ursula auf ihrem Konto aber ganz gewaltig. Du gibst der Ursula dadurch eine große finanzielle Sicherheit und die Hoffnung, dass sie schon bald wieder in ihren eigenen 4 Wänden wohnen kann. Das Geld geht direkt auf das Girokonto von Ursula Jetter. Ich werde am Ende des Videos die Bankverbindung einblenden, sodass du genügend Zeit hast, einen Dauerauftrag einzurichten. Selbstverständlich kannst du dich auch mit einer Einmalspende beteiligen oder wenn du besondere handwerkliche Fähigkeiten hast, dann kannst du dich ebenfalls bei uns melden. Gern kommen wir im Bedarfsfall auf dich zurück. Eine andere Möglichkeit zu spenden ist dieser Bildband. Der Bildband mit dem Titel Stille Zeitzeugen von Annette Baumgartner. Der Bildband kostet 28 Euro. 12,50 Euro werden hiervon gespendet. Ich werde am Ende des Videos das Kennwort einblenden, sodass du dir sicher sein kannst, dass deine Spende auf dem Girokonto von Ursula Jetter landen wird. Ich darf dir eins versprechen. Wenn du in dieser Geschichte auch nur einen einzigen Cent gespendet hast, dann hast du hier einen einzigen Cent gespendet. Es bleibt für immer und ewig dein Cent. Und du bist jetzt ein ganz wichtiger Teil des größten Wiederaufbaus der Nachkriegszeit. Ich freue mich sehr, wenn du ein aktiver Teilnehmer im Netzwerk 5-Euro-Haus wirst. Ich freue mich sehr, wenn du Thomas Bischmann bei seiner Aktivität unterstützt. Ich danke dir für deine Zeit. Mein Name ist Jörg Burkhardt.